Hallo und willkommen wieder bei einem neuen Video. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich mir wieder eine Festplatte gekauft. Und zwar wieder die gleiche eigentlich, nur in einer anderen Farbe. Und zwar die ADATA HD 710. 2,5 Zoll, HDD halt, ne, 1 TB und USB 3.0. Es ist eine Outdoor-Festplatte. Ich habe es euch schon bei der blauen gesagt. Ja, das ist halt dieselbe, nur eben halt in einer anderen Farbe, auch wieder mit denselben Daten, 5400 Umdrehungen. Ja, sonst halt, wie gesagt, das ganz normale. Ihr seht es schon, externe USB 3.0 Festplatte, abwärtskompatibel zu 2.0, ist auch klar. Jo, ja, wir packen sie nochmal aus, also die Karton, ja, das ist das Übliche, wieder shockproofed. Waterproofed und dustproofed, also runterfallsicher, wasserdicht und staubdicht. Natürlich, wenn alles verschlossen ist. Ja, wir packen es einfach mal aus, weil, wenn ihr das andere Video schon gesehen habt, kennt ihr ja auch das. Und dann müssen wir jetzt hier nicht so ohne Ende ausarten lassen. Ja, wieder ganz normale Karton. Die Platte wieder hier verpackt. Und das war's. Eine Kurzanleitung und halt hier die Festplatte. Ja, hier in Schwarz, wie ihr schon sehen könnt. Ich wurde jetzt bei dem gelben Video mal gefragt, warum die gelbe externe Festplatte ein bisschen anders aussah. Da weiß ich jetzt zwar nicht ganz genau, was damit gemeint ist, aber wir können sie uns nochmal angucken. Weil ich glaube, irgendwas wegen Schriftzug oder so wurde bemängelt. Ich habe jetzt, wie gesagt, die schwarze und die drei weiteren Farben. Ne? So, das sind die Farben, die es offiziell von der HD 710 ja, käuflich erwerben kann. Also das ist halt, das sind die drei offiziellen von den 710. Ja, ich weiß nicht, was er gemeint worden ist. Ich dächte mal, vielleicht... Ah, da steht hier drauf, dass vielleicht hier das 710 weg ist. Weil hier steht das noch drauf. Da halt nicht. Und da irgendwas mit dem Aufkleber oder irgendwas gesagt. Ja, das ist hier auch noch ein bisschen mehr Informationen drauf. Ja, wie gesagt, das ist eine, wo die rauskam, war das gleich meine, die erste. Das ist meine älteste externe Festplatte. Wie gesagt, 2012 gekauft. Und ja, kann sich natürlich in der Zeit noch ein bisschen was verändern. Ja, hier ist es wieder fast gleich, würde ich sagen. Ja, das ist das Übliche. Die fässt auch ein bisschen glatter an als die hier. Naja, anderes Gummi. Ja, wie gesagt, sonst ist es das Gleiche. Nur diesmal in Schwarz. Dieselben Daten, dieselben Specs. Alles das Gleiche. Gedöns. Hier wieder eine Klappe, wo alles drin ist. Können das USB 3.0 Kabel reinpacken. Und natürlich ein 2.0 Kabel daneben. Also ein normales da rein. Jo. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Und ja, jetzt habe ich wieder schon mal drei Festplatten. Man weiß ja nie, ne? Jo. Und bis dann und tschüss.